Willkommen zurück in der grünen Hölle bei Green Hell, was genau dasselbe bedeutet. Ja, hallo Leute. Wir sind gerade wieder auf dem Weg, weitere Legendensteine zu finden. Und ich hatte gehofft, hier geht es irgendwie weiter und da gibt es vielleicht was Neues zu sehen. Aber leider ist dem wohl nicht so. Stattdessen gibt es neue Egel an unseren Gliedmaßen zu sehen. Und zwar an den am rechten, nee, am linken Bein ein einziger. Die Karte macht mich ein bisschen fertig hier. 29, 26. Ich denke mal, wir sind jetzt hier so rumgegangen. 29, Nord. Und West eigentlich. Ein bisschen querbeet. Ich hoffe ja, dass ich wenigstens einen Legendenstein finde und dieser eine wenigstens dafür sorgt, dass wir mal anfangen können. Denn es sind ja, glaube ich, drei Stück, die wir insgesamt finden müssen. Also drei Stück von diesen Legendenrätseln, wo wir ja wieder mehrere Legendensteine finden müssen für. Und da würde ich gerne mal wenigstens anfangen. Wo denn nun schon wieder? Oh. Ey, wie viele gibt es von denen bitte? Ich glaube, wenn ich da drauf springe, sehen die mich direkt, ne? So, wer ist hier abgehauen? Ist das ein Speertyp oder ein Bogentyp? Moment, ich hab dafür gar nicht die Ausdauer. Für die Axt. Und da ist auch ein Stein, glaube ich. Ja, geh einfach weg, das wäre besser für dich. Dann lasse ich dich auch am Leben. Gut, du willst es also nicht anders. Oh Gott! Was war das? Der hat mich aber echt ganz schnell noch erwischt. Der schießt immer noch. Oh Gott, ich habe dafür gerade gar keine Zeit. Oh, der hat doch einen Pfeil abgekriegt. Der müsste doch eigentlich auch... Ja, du schießt gegen den Baum, Kollege. So wird das nichts. Moment, da war noch der andere Pfeil. Jetzt ist die Frage, schaffe ich das noch, den großen zu bauen oder muss ich ein Blätterbett bauen? Das wird, glaube ich, zu knapp. Nee, das machen wir, lassen wir mal sein. Wir bauen hier nur so ein kleines Blätterbett hin. Können wir ja dann den Überstand wieder drüber machen. So, wir brauchen noch mehr davon. Das müsste noch welche geben. Ja, ich weiß, das hältst du doch noch durch, Jake. Komm. Wir brauchen doch die Palmblätter. Schlag. Oh, bitte. So, und ganz schnell schlafen hier. Mal gucken, wie lange schlafen wir? Natürlich wieder bis nachts. Wie soll es denn anders sein? Aber es ist einigermaßen hell. Gut, ich würde mal sagen, ich baue hier den Überstand drüber. Hä? Hey, das war nur das Dach. Da ist der Rahmen. So. So, erstmal den Stein lesen. Was steht denn hier? Stranger
forced her to obey and become his wife. Mhm. Irgendwie noch nicht danach aus, als hätte das jetzt dafür gesorgt, dass wir die fertig haben. Die Legende. Nein, dich wollte ich nicht haben. Oh ne, das sind ja auch noch. Ich glaube, ich hatte noch Obsidian dabei. Huch, da war ich zu schnell mit Öffnen des Inventars. Oh ja, Gott sei Dank. Eins und ein Seil. So, haben wir hier lange Stücke rumliegen? Ne, die habe ich gestern zerstört. Knochen wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Der kommt wieder raus. Gut, dann muss ich dich halt dann zusätzlich schlagen. Aber die fallen natürlich immer so, dass sie runterfallen. So, jetzt fehlen die Seile. Ah, da sehe ich schon mal einen Baum. Eins, zwei, drei. Und hier gleich den nächsten. Vier, fünf und Nummer sechs. So, ich würde jetzt hier wieder ein Palmdach drüber machen. Was? Liegen ja noch genug davon rum. Also auf jeden Fall, wenn die Legende fertig wäre, müsste er eigentlich auch ja, das extra nochmal hinschreiben oben. Neue Legende oder so. Okay, speichern wir erstmal. Und dann gehe ich die Legende nochmal kurz schnell durch. Zwei fehlen, einer fehlt. Vier, zwei fehlen. Schade. Gut, wir haben die jetzt also hier gefunden. Hier sind wir über das Seil rangekommen. Vielleicht hier Süden nochmal gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine. Süden, dann erstmal Osten, dann Westen, hier hoch. Ja, ich glaube, so würde ich es machen. Aber ich schlaf nochmal durch. Nicht ganz durch. Das reicht schon. Es ist wieder hell genug. So, Süden hatte ich gesagt. Wir brauchen ziemlich viel eigentlich gerade. Unsicheres Wasser haben wir noch. Ansonsten müssen wir dringend wieder Essen finden. Moment, Nüsse haben wir aber dabei. Das ist gar kein Problem. Zwei Paranüsse essen. Und dann sieht das auch schon wieder wesentlich besser aus. Bananen hatte ich tatsächlich keine mehr. So, in die Richtung wollen wir. Schon die berüchtigte Felswand, an den ich da nicht weiterkomme. Das heißt, wenn ich jetzt Richtung Westen gehe, Moment,
Von hier aus, Süden, Richtung. Hier unten müsste ich ja weitergehen. Ist das hier vielleicht schon die Felswand an der... Nee, da bin ich runtergegangen. Hier. Und Richtung Westen, genau. Dann müsste ich zu dem Platz kommen, wo ich mich herabgelassen habe. Wer nagt da wieder an unserer geistigen Gesundheit? Wer? Stell dich vor. Lecker Früchte. Ne, hier geht's nicht hoch, das ist es noch nicht. Hatte ich nicht eigentlich noch ein Palmherz mal irgendwann? Das hatte ich gesammelt, als ich gestorben bin, ne? Die ganzen Tode, die ich gestorben bin. So, und du hast doch vielleicht... Ja, genau das meine ich. Ich habe in dem Spiel auch noch nicht verstanden, wofür eigentlich die Ameisen gut sind. Ich hätte ja gedacht, dass die wahrscheinlich fürs Wundennähen sind irgendwie, also meine mal, das mal irgendwie gehört zu haben, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. So realistisch betrachtet gehen soll. Oh, Tabakpflanze. Dich brauchte ich doch ganz dringend. Ah, jetzt kann ich auch direkt zwei herstellen. So, bitte runter zu den anderen. Danke. So, 6 Verbände. Ich glaube, Molinera brauche ich nicht, aber noch mehr Tabakverbände wären ja auch nicht schlecht. Trotzdem. Genau, hier geht's nach unten. Ich habe das vertauscht. Nicht nach oben, nach unten geht's hier. 25, 31. Hä? Okay. Normalerweise. Ne, 31, 25. Ich hab das jetzt gerade selber vertauscht. Ne, das stimmt so. Das heißt, ich gehe jetzt an der Wand hier trotzdem wieder zurück. In die andere Richtung. Ich frage mich halt auch, wie weit das Gebiet für die Habuka. Ich muss jetzt mal nachgucken. Wie weit das überhaupt geht für die. Habaku ist das. Im Prinzip können die neuen Legendeneinträge nur auf den neuen Karten sein, würde ich meinen. Mit Ausnahme der Karte, wo die Jabuwaka sind. Das heißt hier und halt auf der Karte, wo die halt auch selber sind, ja. Ich kann mir den Namen nicht merken. Habuka, Habaka. Tabako. Da oben ist ein kleiner Unterstand. Da drüben hin. Das war wahrscheinlich da, wo ich die niedergeknüppelt habe. Huch. Hier ist auch nichts. Erschreckt mich doch nicht so, Schwein. Oh Gott. Gürtelt hier. Hier ist wieder eine schöne Aussicht. Hier komme ich nicht weiter. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich hier irgendwie, ne? Müsste das dann sein. 28, 25. Eigentlich ist hier, müsste es hier noch weitergehen. Richtung Osten. Aber tut's nicht. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder weiter und dann Richtung Norden. Dieses komische Gebilde, was das da ist. Ich weiß es gar nicht. Moment, stopp. Ich will da oben lang. Genau. Ich wollte zur Hütte. Ich weiß, dass da noch eine steht. Und von hier aus 2024. Genau, von hier aus eigentlich Nordwest. Was war das gerade? Ich hatte gerade eine Art Grafikfehler. Hier ist meine Hütte. Ach, ist das die Hütte auf der Karte? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass ich jetzt einfach nur das auf der Karte gefunden habe. An der Stelle. Ach, guck mal, jetzt steht hier eine andere Pflanze. Aber kommt das hin? 29, 23. Tatsache. Dann ist das einfach nur irgendwie dieses Gebilde hier. Hm, wo könnte ich jetzt noch was finden? Hier haben wir ja ziemlich viel an einem Ort gefunden, seltsamerweise. Vielleicht könnte sich hier noch was verstecken. Irgendwie sieht es mir hier oben auch noch ein bisschen kahl aus. Obwohl ich weiß, dass ich da abgegangen bin. Eventuell muss ich auch hier nochmal weitergehen. Das habe ich ein bisschen gemieden, muss ich zugeben. Einerseits denke ich immer noch, dass das eigentlich nicht zu den Habakka zählt. Andererseits, ich mag dieses Sumpfgebiet einfach nicht. Aber ich schätze, da muss ich wohl durch. Ja. Ich weiß, ich verliere gerade Zeit. Ich würde vielleicht hier in der Ecke nochmal schauen wollen. Und dann muss ich wahrscheinlich zurück wieder schlafen. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Oh Gott. Oh fuck. Warum machst du denn nichts? Scheiße, verdammt. Ich. Oh Gott. Wie viel hat er mir jetzt runtergeschlagen? Der hat mich ja jetzt richtig heftig abkassiert. Knochenrüstung hat er runtergeschlagen. Verdammt nochmal. Manchmal komme ich halt komplett mit der Steuerung durcheinander. Wenn ich einmal in Panik bin. Und dann will er auch irgendwie. Ich behaupte auch einfach, dass das dann vom Spiel einfach nicht funktioniert. Dass das dann plötzlich nicht mehr geht. Oh, was haben wir denn da Schönes? Das kann hier raus. Dann passt das nämlich auch hier rein. Und dann kann ich wieder zwei Tabakverbände herstellen. Sehr schön. Ja, Jake. Bald. Oder Schlafsack. Naja, ich muss sehen, dass ich zurückkomme. Also hier ist nichts mehr, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das heißt
heißt, da hinten ist also, läuft also auch einer rum. Wie viel Vertrauen haben wir eigentlich gerade bei denen, Habakka? Habaku. Habaku, verdammt. 360. Fehlt noch eine Menge. So, Proteine fehlen uns, aber das soll uns egal sein. Wie lange schlafen wir jetzt? Wieder bis abends. Ach. Es ist halt immer dasselbe, ne? So, kann ich weiter schlafen nochmal? Kohlenhydrate bräuchten wir. Könnte ich das schon mal essen? Die halten Gott sei Dank noch ein bisschen. Da ist irgendwas verdorben. Ja, dann schlafe ich jetzt noch weiter. Was soll's. Ich verstehe halt irgendwie nicht, dass wir trotzdem immer irgendwie noch Gesundheit verlieren. Ist vielleicht doch nicht gut, dass wir die Proteine vernachlässigen, oder dass ich die Proteine vernachlässige. Weil ich immer denke, das brauche ich nicht dringend. Gut, das Feuer ist abgebrannt. Gut, dann jage ich mir jetzt noch was. Was soll's. Wenn das Spiel meint, ich brauche Proteine, könnte ich mir vielleicht sogar noch den Jaguar da auseinandernehmen. So, die Knochen lass ich gleich mal hier. Das kann weg. Mal gucken, liegt der da noch? Tatsache. Mal gucken, ob der noch gut ist. Bin ich echt mächtig dreckig hier. So, warte mal, die werde ich jetzt mal zerstören. So. Das auch hier. Weg damit. Und dann muss ich wohl wieder meinen Trick anwenden. Zum Essen ist es natürlich jetzt wieder, bin ich wieder viel zu schmutzig. Das Fleisch lege ich jetzt einfach mal hier ab. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Oder mache ich ein Trockenregal hin? Das, bis ich hier wieder zurückkomme. Das dauert halt. Ich will ja jetzt was essen. Habt ihr gesehen, wie dreckig meine Hände sind? Das ist ja unglaublich. Noch nicht. Man kann ja auch eine Dusche hier im Spiel bauen. Aus Leben. Aber da hört man schon raus, warum das schwierig ist hier. Brauchen wir auch wieder Wasser in der Nähe. Um den Lehm hier ranzuschaffen. Deswegen ist das jetzt auch nicht so praktikabel. Also werde ich höchstwahrscheinlich dann nochmal unten ans Wasser gehen müssen. Bevor ich mir hier was kredenze. Dass das jetzt hier nicht so schnell schlecht wird. Ey, komm, Egel. Ich bin so dermaßen schmutzig, ihr könnt euch doch nicht wohlfühlen bei mir. Hä? Wo ist denn hier noch was? Ich seh das bei dem ganzen Dreck gar nicht. Habt ihr es gesehen? Da ist er. So, bevor ich das aber tue, würde ich jetzt hier nochmal kurz speichern. Ist denn das? Ist denn auf der anderen Seite? Ist da näher Wasser? Nicht wirklich, würde ich sagen. Oh, das nimmt sich nicht viel. Moment, es regnet. Ich kann einfach rausgehen. Oh ja.
Mach mich sauber, Regen. Das dauert natürlich, aber wenn es jetzt länger regnet, kann ich das einfach ausnutzen. Dann brauche ich nicht. Dann brauche ich mich nicht direkt. Da muss ich mich nicht beim Wasser sauber machen. Dann kann ich hier schon mal was reinwerfen. Moment, stopp. Nein. Ich muss das wenigstens unter Wasser, unter Unterschlupf tun. Come on. So, erstmal das Großkatzenfleisch, das lag schon länger rum. Oh. Puh, so ein schöner kalter Schauer. Ich meine, hier ist es bestimmt richtig heiß im, Dschungel. Und da so ein schöner kalter Schauer. Mm. Hm, und diese Hütte hier müssen sie also echt noch bauen. Ich frage mich ja wirklich, was das für Leute sind, die hier sich dann niedergelassen, also niederlassen werden noch, muss man ja sagen. Ich warte das mal kurz ab, ich bin gleich wieder da. Wenn jetzt nichts passiert, dann seht ihr mich gleich wieder. Ach, das erste Fleisch ist fertig. Dann direkt das nächste drauf. Und es ist auch noch gut. Die Zwiebel mache ich dann auch als nächstes noch drauf. Na, schafft es der Regen noch, mich ganz sauber zu machen? Es wird schon wieder hell. Ich glaube, das hat nicht ganz gereicht. Aber immerhin, das Risiko für die Parasiten ist halt deutlich geringer. Das soll dann eigentlich schon reichen. So, hier können wir dann eine Paranuss öffnen. Jetzt brauche ich tatsächlich bald wieder neue Paranüsse. Wasser. So, wie lange halten die Blauen noch? 4 Stunden. Das heißt, die müsste ich auch bald essen. Die halten 8 Stunden. Hatte ich das nicht alles umgestellt? Warum verändert sich jedes Mal das Inventar? Es macht schon fast keinen Sinn mehr, das noch selber zu sortieren. Jetzt hatte ich ja kurz richtig so richtig Lust auf Johannesessen. Was könnte ich mit der Zeit denn hier anstellen? Ich könnte ja auch einfach mal zur Abwechslung auch wieder so einen Wassersammler bauen. Gut, aber die Sache ist, da brauche ich auch was zum drunterstellen. Wo war das überhaupt? Hier, ne? Bambus-Wassersammler, Wasserfilter. Dann haben wir das Problem, dann brauchen wir wieder Bambus. Der Wassersammler ist tatsächlich eigentlich immer am besten geeignet. So, 4 Stück habe ich gesehen. So, das Fleisch ist fertig. Dann das noch drauf und die Zwiebel. Oh, lange Stöcke. Ups. I need to rest. Och, Jake, echt jetzt? Für mich gefühlt schon wieder nur am Pendel, der Typ hier. Ich habe immer das Gefühl, man erreicht hier kaum was. So, man muss ständig schlafen. Mal, hier haben wir doch noch einen langen Stock. Echt, ich bin mit dem überladen. Ich habe zu viel Fleisch. Das ist aber auch das Problem, warum ich so müde bin. Aber das soll ja nicht unser Problem sein, wir haben ja jetzt genug. Direkt das Großkatzenfleisch wegessen. So,
mal gucken, ob ich jetzt noch einen weiteren langen Stock hier. Ja, passt doch. Und noch einen. Jetzt fehlen bloß noch die Bananenblätter. Und da sehe ich doch direkt eine passende Pflanze dazu. Wie spät haben wir es jetzt? 10 Uhr. Ich würde mir jetzt mal noch die Pilze hier reinkloppen. Dann bin ich wieder hergestellt und muss nicht schlafen. Wo ist hier die nächste Bananenpflanze? Da hinten sehe ich eine. Ist hier noch eine näher? Die hier. Oder? Nee. Also ich glaube, die geben auch Bananenblätter, aber die geben halt auch Bananen und deswegen lasse ich die lieber. Ja Mensch Leute, da sind wir ja auch schon wieder rum, wie ich das so sehe. Tut mir leid, dass vielleicht gerade nicht so viel passiert, weil ich jetzt halt diese Legendensteine suchen muss. Das kann auch wie gesagt noch eine Weile dauern. Ich hoffe, dass ihr trotzdem irgendwie Spaß habt zuzuschauen. Oder ihr spult vor, spielt schneller ab oder vielleicht erkennt ihr auch irgendwann an meinen Thumbnails dann, dass ich halt schon weiter bin. Guckt ja dann weiter. Ganz wie ihr mögt. So, kriege ich das Feuer jetzt noch aus? Leider nein. Mir fehlt halt echt, Moment, Kokosnüsse. Jetzt war ich euch schon am Verabschieden, ne? Gut, dann gucken wir in der nächsten Folge nach Kokosnüssen, um das dann hier runterzustellen und Wasser zu sammeln. Ja, in 2 Tagen, ne? Wie immer, der Rhythmus. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis dahin. Tschüss, Leute.